In diesem Video schauen wir uns das Komica Vimo S USB-C Mikrofon an. Beziehungsweise für die, die ein iPhone haben, ist es natürlich ein Lightning-Anschluss und kein USB-C. Und deshalb kann ich hier auf diese Unterschiede zwischen Lightning und USB-C nicht eingehen. Die grundsätzlichen Dinge werden aber wohl ziemlich ähnlich sein. Wir klären im ersten Teil, um was für ein Produkt es sich handelt und an wen es sich richtet. Im zweiten Teil schauen wir uns die Vor- und Nachteile an und ich werde vor allem auf das Produktdesign ein Augenmerk legen. Also konkret, wie praktikabel das Gerät ist und wie sinnvoll die Steuerelemente angeordnet sind. Los geht's nach dem Intro. Klären wir doch erstmal, was das für ein Produkt ist. Wenn ich die Packung öffne, finde ich darin zwei Mikrofone und einen Empfänger für das Smartphone und ein bisschen Zubehör noch. Das Wichtigste ist aber tatsächlich der Empfänger für Smartphone und die zwei Mikrofone. Der Empfänger für Smartphone wird über USB-C oder Lightning direkt mit dem Smartphone verbunden. Sobald ich die Mikrofone aus ihrer Powerbank rausnehme, koppeln die sich automatisch mit dem Empfänger. Jetzt muss ich am Smartphone nur noch ein Audioaufnahmeprogramm öffnen, also einen Rekorder, und dann kann es schon losgehen. Naja, das stimmt nicht ganz. Also der Rekorder muss in der Lage sein zu erkennen, dass es ein externes und ein internes Mikrofon gibt. Bei Android bei mir macht das der Field Recorder, der kann das ziemlich gut. Jetzt kann ich natürlich auch mit der Kamera vom Smartphone aufnehmen, aber auch die muss in der Lage sein zu erkennen, dass ich ein externes Mikrofon angeschlossen habe. Bei meinem Pixel 4a funktioniert das, allerdings muss ich manuell auf das externe Mikrofon umstellen. Und das jedes Mal, wenn ich die Kamera-App neu öffne. Warum brauche ich jetzt ein extra Mikrofon, wenn mein Smartphone doch schon eins eingebaut hat? Naja, erstmal sind das zwei Mikrofone, das heißt, ich kann eine Interviewsituation viel besser damit führen. Und zum anderen möchte ich das Mikrofon ja beim Sprecher haben und nicht da, wo die Kamera ist zum Beispiel. Wenn ich mich jetzt also selbst filme, einen Vlog mache oder sowas in der Art, dann eignet sich das natürlich. Der große Vorteil, und da sind wir jetzt auch beim Produktdesign gleich, ist, dass ich das out of the box so benutzen kann, wie es ankommt. Ich muss jetzt keine spezielle Software installieren oder Treiber installieren. Bei mir hat es, wie gesagt, mit der Kamera-App direkt funktioniert. Das heißt, ich nehme das aus dem Gehäuse raus, stecke das bei mir mit USB-C ein und kann damit loslegen. Die Mikrofone sind kabellos und damit auch natürlich mit dem Akku betrieben. Damit auch sichergestellt ist, dass der immer voll ist, habe ich hier eine kleine Powerbank. Also das Gehäuse, wo die Mikrofone verstaut sind, ist gleichzeitig eine Powerbank. Das kennt man zum Beispiel von Kopfhörern mittlerweile, die ja auch in solchen kleinen Powerbanks verstaut sind und damit eigentlich durchgängig einen geladenen Akku haben. Ich kann jetzt auf der Anzeige hier sowohl sehen, wie der Ladestand für die Mikrofone ist, als auch wie der Ladestand der Powerbank ist. Da habe ich also immer genügend Zeit zu reagieren. Die Akkulaufzeit ist auch ziemlich lange. Ein weiterer großer Vorteil, möchte ich jetzt auch noch erwähnen, ist, USB-C wird unterstützt. Ich habe hier also kein Produkt, das noch auf das alte Micro-USB setzt. Ich bin immer wieder verwundert, dass es immer noch Produkte gibt, die Micro-USB benutzen, aber hier ist immerhin USB-C am Start. Ich habe auch ein paar Steuerknöpfe und auf die möchte ich jetzt mal eingehen. Ich wollte ja auf das Produktdesign eingehen. Zum einen habe ich so ein Gain- oder Verstärkerrad und gleichzeitig kann ich ein Kabel anschließen, mit dem ich einen Klinke-Kopfhörer anschließen kann. Und das steht in direktem Zusammenhang, denn einen großen Nachteil hat das Produkt. Ich kann nicht Clipping erkennen, indem ich einfach nur drauf schaue. Clipping, zu Deutsch auch übersteuern, tritt auf, wenn ich die Verstärkung zu hoch eingestellt habe. Wie sich das anhört, das zeige ich euch jetzt. Ihr hört mich jetzt mit der Verstärkung auf volle Kanne hochgedreht. Und das möchtet ihr euch nicht länger anhören und deshalb drehe ich das wieder runter. Ihr habt jetzt also kurz gesehen, was übersteuern bedeutet und dass ihr das auf jeden Fall verhindern wollt. Das kann euch eine komplette Aufnahme ruinieren. Man ist also darauf angewiesen, dass man mit einem Klinke-Kopfhörer abhört, wie laut die Tonquelle ist. Jeder Sprecher ist anders laut und man muss halt dieses Gainrad dann entsprechend einstellen, wie nah das Mikrofon am Sprecher ist und so weiter. Also es gibt da keine universelle Einstellung, die immer funktioniert. Das muss individuell eingestellt werden. Und ja, da brauche ich eben genau meinen Klinke-Kopfhörer für. Es gibt da leider keine andere Anzeige.
Tatsächlich habe ich Schwierigkeiten gehabt, jetzt auch für diese Aufnahme die richtige Einstellung für die Verstärkung zu finden. Zum Beispiel ist es jetzt so, dass wenn ich übersteuert habe, so wie ihr es vorhin gehört habt, dass auf Audacity gar nicht zu sehen ist. Also auf meinem Soundschnittprogramm und der Soundaufnahmeprogramm sehe ich die Übersteuerung gar nicht. Das Übersteuern muss schon irgendwie vorher passiert sein. Es gibt auch keinen visuellen Hinweis, dass man übersteuert. Das hätte man zum Beispiel einfach mit einem roten Lämpchen signalisieren können, wie es zum Beispiel mein Zoom H1 Audiorekorder macht. Ein weiteres Steuerelement ist der Knopf direkt am Mikrofon. Damit kann ich zwei Dinge machen. Zum einen kann ich Mute einschalten. Also ich kann mich stumm schalten, was super ist, wenn ich zum Beispiel in einem Videocall bin. Ich kann die Geräuschunterdrückung ausschalten und das Dritte, was ich jetzt vorhin vergessen habe, ist das Abschalten des Mikrofons. Das ist nicht so wirklich spannend, weil sobald ich es in die Powerbank zurück tue, schaltet sich das auch automatisch aus. Das werde ich also am seltensten wahrscheinlich benutzen, aber die Mute-Taste ist interessant und die Geräuschunterdrückung. Ja, die Geräuschunterdrückung ist aber auch wiederum nicht so interessant, denn die bringt nicht wirklich viel und macht die Stimme eher schlechter. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht, habe Hintergrundgeräusche eingespielt. Und sobald man diese Hintergrundgeräusche hat und die Geräuschunterdrückung einschaltet, macht das beim Zuhören einfach keinen Spaß mehr. Um euch das jetzt zu verdeutlichen, würde ich einmal ein bisschen Lärm produzieren und wir schalten dann die Geräuschunterdrückung einmal ein und machen einmal ohne eine Aufnahme. Das ist jetzt also die Aufnahme ohne die Geräuschunterdrückung. Das ist jetzt so ein bisschen ein statisches Geräusch, das nicht groß variiert und deshalb sollte das jetzt für die Geräuschunterdrückung kein Problem sein. Wir machen sie mal an. Jetzt habe ich die Geräuschunterdrückung eingeschaltet und tatsächlich, die Hintergrundgeräusche werden rausgefiltert, allerdings leidet darunter auch die Sprachqualität. Macht für mich nicht wirklich Spaß zuzuhören. Ja, muss man sich ein gutes Setting für eine Aufnahme am besten suchen. Mir stellt sich hier aber aus Gesichtspunkten des Produktdesigns auch die Frage, warum ist denn dieser Knopf für die Kontrolle der Geräuschunterdrückung direkt am Mikrofon angebracht? Wenn ich zum Beispiel ein Interview habe, wird mein Interviewpartner keine Ahnung haben, was ich ihm da ans Revers hefte. Und wenn ich das Produkt so benutze, wie es gedacht ist, nämlich dass ich den Klinkenkopfhörer direkt am Smartphone anschließe, dann bekomme ich ja dann auch nur diesen Hinweis, ja, hier ist irgendwie Hintergrundgeräusche, die gefiltert werden müssen. Und kann das aber nicht vom Smartphone aus oder vom Empfänger aus ein- oder ausschalten. Das heißt, derjenige, der eigentlich dieses Audio-Setup kontrollieren soll und auch hören kann, ob es Hintergrundgeräusche gibt, die gefiltert werden sollen, müsste dann der oder dem Interviewten ans Dekolleté greifen, im schlimmsten Fall, um das Mikrofon wieder einzustellen. Und das ist eher eine schlechte Entscheidung. Eine weitere gute Entscheidung ist die Aufteilung der Kanäle. Jedes Mikrofon kann ich entweder als einzelnen Kanal aufnehmen und so sehr gut nachbearbeiten, oder ich kann das beides zusammenwerfen als eine Monospur. Ein kleiner Hinweis auch noch für diejenigen, die das Gerät benutzen möchten. Man ist hier nicht nur aufs Handy oder Smartphone limitiert. Der Empfänger besitzt ja einen USB-C-Anschluss und den kann ich ganz einfach an meinen PC anschließen. Das geht sogar mit einem USB-C-Adapter, denn mein Tower-PC hat zum Beispiel kein USB-C. Mit einem Adapter geht das Ganze aber. Also das Produkt an sich ist erstmal nicht schlecht. Es hat halt den großen Vorteil, dass es relativ günstig ist. 130 Euro, ich bekomme zwei Mikrofone, eine Powerbank, es sind Funkmikrofone, ich kann es direkt ans Smartphone anschließen und kann direkt damit loslegen. Ich hatte wie gesagt Schwierigkeiten mit der Einstellung der Verstärkung, das fand ich nicht optimal. Auch das Abhören ist da ein bisschen schwierig einfach gelöst, auch das Rausfiltern der Hintergrundgeräusche, dass ich das vom Mikrofon aus machen muss, nicht unbedingt optimal. Wenn ihr natürlich aber selbst derjenige seid, der euch filmt, also wenn ihr euch selbst filmt, so rum, dann habt ihr das Mikrofon selbst in der Hand und könnt das auch selbst einstellen. Das ist also nicht für jeden ein Punkt. Das größte Manko ist meiner Meinung nach das Clipping, also das Übersteuern. Da braucht man ein bisschen Routine wahrscheinlich, um das in den Griff zu kriegen. Ich habe es jetzt mit der Aufnahme ja auch in den Griff gekriegt, also das ist zu lösen, aber ja, hätte schöner gelöst sein können. Insgesamt kann ich das Produkt empfehlen. Ist schön klein, ist schön praktisch. Man hat einfach hier diese kleine Powerbank, die man einfach nehmen kann, einstecken kann oder auch einfach immer dabei haben kann, weil es so schön klein ist.
Und damit ist das wirklich eine gute Ergänzung, wenn man Videos mit dem Smartphone machen will. So hat man dann einen zuverlässig guten Ton.